Da haben wir überlegt, ob wir gestern links stehen können. Da ist alles, alles voll. Es ist noch ein bisschen dustig, das Wetter. Das ist vielleicht auch der Sahara-Staub. Ja, aber das ist natürlich, kann es sein, dass es ein Tagesplatz ist. Dass man abends dann weg muss. Hier bewahren sie den Sand auf. Du glaubst, sie sind alle heute Morgen am Steigen. Ja. Full, full, full. Ich weiß noch nicht, wie ich fahren muss. Muss ich vielleicht gleich nochmal eingeben, aber hier geradeaus eigentlich, ja. Ganz schön viele da. Ah, da stehen sie auch schon. Kann man mir wissen, was ist hier los? Ah ja. Ah, das sind doch Plätzchen noch, oder? Ja, Trimmerplatz. Hä? Ja, und da gibt es auch eine Entsorgungsstation, habe ich gesehen. Kochen draußen, aber hier haben wir, ja, das ist ein bisschen knapp. Oh, guck mal hier, italienisch. Ei, 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 hier, Gott, überall. Aha, warum? Müssen wir eine Karte ziehen? Die Wertung ist so privater, okay. Und, ist das jetzt, stehen die an? Die stehen da an, ne? Wollen wir dann noch mal drehen? Oder? Ja, das ist in Ordnung, der hat aufgepasst. Und wie ist das? Rezeption? Ah ja. Ah ja, die stehen an der Rezeption. Hätte er ein bisschen mal anders sich hingefahren, ne? Kannst du nicht reingehen, oder? Wenn das geht, und ja, bleibe ich aber hier, ne? So, wir zeigen euch mal in Italien tanken mit der Karte. Erst die Karte einführen. Passwort eingeben. Oder PIN. Wir haben eine Quittung veranlasst nach dem Tanken. So, Pumpe wählen. Wir sind die Nummer 4. Und es läuft. Was auch immer ganz blöd ist beim Ford Transit, wenn es das erste Mal abstellt, ja nicht nochmal draufdrücken, dann kommt die ganze Soße raus.
Ja, das Wetter könnte etwas besser sein. Aber wir machen das Beste draus. Scheiße. Jetzt haben wir nasse Füße. Das erzählen wir der Steffi nicht, ne? Was für ein Haufen Muscheln hier. Wahnsinn. Und was für Muscheln hier. Schön hier. Arme Muscheln. Warum die armen Muscheln? Weil alle angeflöte sind. Ja, aber. Das da, eine Krebszange. Bella Italia. Da hinten ist Casa Albacete. Hier ist die Einfahrt zur Marina. Da kann man ganz toll mit dem Boot übernachten. Ah, da draußen die Bohrinsel. Da draußen. Das seht ihr wahrscheinlich nicht da hinten. Xiaomi. Eine Creme Maria. Oh, lecker Eis. Mm-hmm.
sage und bringe wie. Was ist der Punkt? Und nebendran nochmal ein Kaffee. Ja. Warum? Ein kleiner Laden. Bäcker. Ein Bäcker. Habe ich gesehen. Ja, und jetzt kommt auch nicht die Sonne raus. Hätte ich mal später gefilmt. Ja, hier ist der Eingang von diesem Platz bei Casal Bosetti. Ganz schön voll. Die Italiener sind alle da. Eigentlich sind fast nur Italiener da. Bei uns im Eck gibt es sogar zwei Deutsche, man glaubt es kaum. Aber das ist auch ein Deutscher. Aha. Geht doch. Wir kommen langsam. Ich denke, morgen ist der Platz komplett leergeräumt. Also am Montag werden alle abfahren. Wir haben heute Ostersonntag. Ich werde dann morgen mal filmen, wie der Platz aussieht, weil im Moment seht der Müll überfüllt und alles voll. Das ist der Hund, der mich die ganze Zeit nervt. Hallo. Ja, wahrscheinlich sieht man es nicht. Na, jetzt ist er ruhig. So, da hinten befindet sich das deutsche Eck. Naja, wir werden jetzt erstmal frühstücken und heute Spätnachmittag dann grillen. Wir haben nämlich Schönes zum Grillen geholt. Ja. Und hier riecht es schon überall nach Gegrillten. Would lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy.